Ey! Ach, da oben sind auch noch welche. Ich bin schon durch. Also blocken kann ich zum Glück. Keinen Schritt zurück! Stirb. Stirb. Also der Kampf ist wesentlich komplexer geworden. Was echt nicht was Schlimmes ist. Ach, die kämpfen da unten auch noch. Ich würde aber erstmal gerne lügen. Jetzt stehen sie hier nämlich als Wachen, auch cool. Hä? Das heißt Sir, yes Sir. Einmal Assi sein im Leben. Gewebeaufwertung. Rüstung aufwerten. Du hast eine Rüstungsaufwertung gefunden. Du kannst den Gegenstand verwenden, um Jacken, Schuhe, Handschuhe oder Hosen zu verbessern. Um einen Gegenstand aufzuwerten, öffnest du das Inventar und wählst Aufwertung sowie Gegenstand aus. Habe ich jetzt nebenbei so aus dem Augenwinkel vorgelesen. Ich weiß nämlich gerade nicht, was ich da jetzt eingesammelt habe. Wahrscheinlich auch wieder nur so einen Eisenring. So, hier ist nichts weiter. Kämpfen da vorne anscheinend noch. Ich will looten. Lass mich in Ruhe. Ey, diese Sackgasse wurde doch nicht umsonst eingebaut, oder? Hier muss doch was sein. Erstmal aufs Amulett warten. Hier ist kein Loot. Hier ist die Tür! Hm. Schlag die Tür ein! Axtmänner! Haut sie in Stücke! Okay, mehr war hier nicht. Schade. Ist nicht umsonst ein Rollenspiel, darf man lootgeil sein. Alter. Aua. Ich musste kurz überlegen. Eigentlich kann ich auch einfach hinten stehen und fallen. Hilft. Oh, ich bin tot. Spielladen. Jetzt schon so viele Spielstände. Ich bin spielstandsüchtig, ich merk's. Ach, ich habe ja Feuersbrunst aktiviert. Moment. Nehmen wir doch wieder Samen. Und Axi. Ich hätte gern diesen einen, der so interessant aussieht. Platt. So. Ich meine mal richtig. Ich will meinen eigenen Kumpel nicht anwerfen. Ich will mir nicht den Mund holen. Drück mal ein. Inkrustierter Silberring, Aufwertung der Rüstung und Eisen. Ist auch nur Nippes. Hier sind Waffenständer, die kann ich nicht benutzen. Das war alles an Loot. Bin enttäuscht. Stürmen sie wieder los. Ja. Wieder eine Ecke, wo wir Probleme haben. Last up!
oder ihr sterbt wie die tollwütigen Hunde, die ihr seid. Das ist auch eine berühmte Stimme. Valet. Das wird keine leichte Aufgabe. Vor allem er mit seiner dicken Goldrüstung. Ergib dich, Arjan! Dicken Deine Ehre bleibt unberührt. Ach, fick dich selbst, König! Ist das Sasuke? Nee, oder? Von Naruto? Ich glaube nicht. Spickt sie mit Pfeilen! Los, Männer! Für Temerien! Ihre Deckung ist nicht übel. Hast du eine bessere Idee? Ich versuche hinüberzukommen. Wenn die Schützen mir Deckung geben, kann ich es schaffen. Das ist der Sohn von Luisa und dem alten Baron, der Erbe dieser Ländereien. Ungestüm und ein guter Schwertkämpfer. Sieh dich vor. Ich versuche es mit Vernunft und Argument. Gib dem Hexer Deckung! Ah, ich darf hier nicht nochmal weg. Ne, okay. Da wieder 300 EP für diesen einen Schritt. Aha, hier oben ist doch bestimmt was, oder? Aber hier komme ich wieder runter. Ach, ich muss hier lang, ne? Autsch. Ich gehe mal davon aus. Der Schütze hat übrigens scheiße wehgetan. Ist der Loot von meinen Leuten? Weg von mir! Ich bin Lootgeier, ich geb's ja zu. Okay, dann muss es ja einen anderen Weg da lang geben. Ich guck mal schnell hier rüber. Da unten. Wie komme ich da hin? Anscheinend nicht von hier. Gehe ich wieder da hoch. Also er hat ja gesagt, die Schützen sollen mir Deckung geben. Das heißt, ich denke mal, ich muss jetzt davor stürmen. Und dann rechts irgendwo runter. Speichern darf ich nicht. Die werde ich ja jetzt wohl tot kriegen, ne? Mama! Mama! Die da oben kommen ja anscheinend nichts. Lavalette! Oh, du Toilette! Looten bitte. Muss ich das immer mit Y anbinden, damit ich looten kann? Würde zumindest nicht viel Sinn ergeben. Hier so ein aller Eisenring, noch ein aller Eisenring. Immer eine Menge. Ich hatte übrigens aus meinem alten Spielstand Geld übernommen. Das hat mir echt nicht viel gemacht. Man kriegt irgendwie 1% seines Geldes. Ich habe 28 Orens oder so bekommen. Oder tatsächlich wurde es nicht mehr übernommen. Weil ich denke mal, man konnte sich dadurch eine Menge Startguthaben erglitschen. Müssen wir ercheaten. Wenn man sich im ersten Teil easy unendlich viel Gold oder so viel wie halt geht ercheatet hat und dann im zweiten Teil übernommen hat, dann auf einmal scheiße viel. Jetzt kann ich doch speichern, oder? Was habe ich da oben hier? Vorher nochmal gucken, hier können ja auch überall Fallen sein. Vetter. Junge. Der berühmte Geralt von Riva. Du bist aber tief gesunken, Hexer. Angeblich gehörst du zu den besten Fechtern des Nordens. Lass doch mal sehen. Ich frag mich nur, töte ich ihn damit? Ich habe ja gespeichert, also ich will ihn nicht töten. Ich probier's jetzt mal aus. Wie du willst. Zurück! Der gehört mir! Die greifen mich trotzdem an, also es ist auf jeden Fall ein unfairer Kampf. Hat er nicht zurückgesagt? Warte mal auf euren Typen. Ich töte jetzt einfach seine ganzen Soldaten. Und wenn das erledigt ist, versuche ich ihn am Leben zu lassen. Weil der Einzige, der mich interessiert, ist er. Aus wichtigen Gründen. Laden. Ja.
So, haben wir den Todesbildschirm auch schon mal gesehen? Alles richtig gemacht. Der berühmte Geralt von Riva. Du bist ange... Das kennen wir ja schon. Wie du willst. Zurück! Oh, den Tyrannen! Nieder mit Foltes! Holt aber auch immer einen nach dem anderen ran. Ah, der Quinn jetzt aktiviert oder nicht? Aber auch einen Schaden, Junge. Ich hätte vielleicht vorher einen Trank nehmen sollen, aber gut, jetzt ist es zu spät. Oh. Ach, die schießen auch mit ihren scheiß Feinden. Okay. Muss ich buffen. Ach, kann ich ja auch nicht mehr. Bin mitten im Kampf. Gut. Probieren wir es einfach weiter. Irgendwann werde ich es ja wohl schaffen. Ich muss halt blocken und so, ich bin viel zu ungeduldig. Aber so kennt man mich. So kenne ich mich vor. Der berühmte Geralt von Riva. Erstmal einen Schluck trinken. Du bist aber tief gesunken, Hexer. Angeblich gehörst du zu den besten Fechtern des Nordens. Lass doch mal sehen. Sorry. Wie du willst. Oder ich mach's dir noch einfacher. Er gehört mir. Sondern kein. Am besten ein Unschild. Den Tyrannen! Nieder mit Volltest! Der. Kümmert sich nämlich jetzt erstmal um die. Wo ist denn Arian? Ach, da hinten. Okay. Schwesterficker, oh ja. Gibt's nicht. Ich mein Kumpel nicht mehr. Okay, wenn zwei mich gleichzeitig angreifen, kann ich es vergessen. Nieder mit Volltest! Umschützen halt in den Laufen weg. Arian wollte ich eigentlich nicht triggern. Den Aria. Gerade genau reingestochen. Ins gute Quinn. Oh, Geralt, sei nicht so eine Pussy. Okay. Eigentlich müsste ich mir Arian holen. Vielleicht funktioniert das ja. Tut mir leid, dass ich gerade so ein Kacknuck bin. Und das auch noch im Prolog. Oh Gott. Es kommt davon, wenn man geizig ist und am Anfang nicht seine Tränke benutzt. Zurück! Der gehört mir! Komm, er gehört mir! Tod dem Tyrannen! Er ist immun dagegen, ne? Weil er quasi ein Boss ist. Ne, er kämpft jetzt, oder? Doch. Ich bin nicht so ein Chill-Typi. Macht ihr euch erstmal da hinten drum? Schildtypen sind echt ätzend für mich zumindest. Schön Blut auf der Linse. Ich wollte ja nicht fliehen, ich wollte nur da runter. Weil wenn die runtergekommen wären, na gut, das wäre ein unfairer Vorteil. So Leute, tut mir leid, ich streng mich jetzt an. Ist echt doof, dass ich jetzt keine Tränke. Ich will nicht den alten Spielstand nochmal laden, weil so ist es ja geplant. Also warum sollte ich? Wie? Nee, nicht ihn. Den da. Der ist okay.
Geht doch. Ey, geht doch.